bin auf Medium, ich gehe auf Weich. Oder meinst du Medium? Kann ja gegebenenfalls ein Startquest hier aus dem Weg gehen. Navy ist auch bei uns. Wer kam auf die beschissene Idee, das Event zu machen? Balance 2 oder 3, was sagst du? Bounce Balance. Minus? Es überlegt auf 3 zu gehen, um ein bisschen zu und schon zu sein. Eieiei, das kann ja hier was werden hier heute. Regt nicht fit und dann so eine anspruchsvolle Strecke. Irgendwas schlecht hier auf der Strecke von mir rum. Hi Redpa, und ja, danke. HZP und ich geben unser Bestes wie immer. Die R8 hoch. Dann kannst du noch ein bisschen fahren. Dann vielleicht fahren die Medium Soft Hard. Soft Medium. Vielleicht gehen die alle. Hey, was? Achso. Vielleicht gehen die von der Startquest aus. Dann ist es halt so.
Oh Gott! War glaube ich. Ich hab. Mussten sie, weil ich ja quer stand. Sag mal, sind wir die zwei, eins und zwei die einzigen RS5, die hier rumfahren? Naja, wenn ich hier gucke, ich habe hier nur Maestro direkt vor mir. Die sind weiter hinten. Aber als zweiter qualifiziert, du bist aber neunter im Qualifying geworden. Ach ja, stimmt ja, weil sind ja 8 Leute pro der. So, auf geht's auf die Schleife. Da voll durch. Junge, Junge. Ich bin mit DRS runter und hab gelupft. Ne, ich konzentriere mich gerade eher auf Pepe hinter mir. Die gebumpcraftet. Wir sind durchgerutscht. Schaffst du schon?
Ich traue mich stellenweise gar nicht, das DS aufzumachen. Jetzt kann ich nicht mehr auf der Garten was trinken. Wie läuft's bei dir in deiner Klasse? Ich bin Vierter. Ist eine okay Runde. Gott, das mache ich. Bestimmt schauen. Jupp, zwei Söhne. Theoretisch 7, oder? Na, wer ist denn vor dir? Ja, bist du. Weil die ERSI-Puppe müsste theoretisch noch erst. Ja, aber ERSI-Puppe müsste theoretisch noch ein Dings sein, die 6 da. Und die müsste ein Audi sein, RS5 sein. Würde auf eine Platzierung ja passen, wenn wir 7 Leute pro Dings. Der Navy. Der Navy müsste eigentlich erst 5 gewesen sein. Weil er mich vorne mitgestartet ist. Ja, der anspruchsvoll ist ja wohl die Strecke sein.
Ich muss also sagen, so ein. Ja. Ich muss aber sagen, die Opus-Liga gestern, das hat echt viel mehr Spaß gemacht. Ich bin genau wieder in diesem Feld, wo ich sage, ich bin zu schlecht für die ganz Guten und zu gut für die Schlechten. Ich baue den Vorsprung auf den hinter mir auch komplett aus. Scheiße. Da ist es passiert. Jupp. Also ich box oder nicht box, eigentlich box, ne? Medium? Angeblich 8 Runden. Also gehe ich rein, hole mir Softies ab. Und hoffe, dass ich einen Boxenstopp brauche. Guck. Jo, er hat mich gebumpkraftet gerade. Ich gehe Boxes. Also soll ich hinten auch noch schauen? Naja, muss ich gar nicht eh in die Box gehen. Ja, mir ist der hinten, der hinter mir fährt, ist mir reingefahren. Weil ich muss die Kurven ja nun anders ansetzen. Und weil die Karre halt nach links lenkt. Und dementsprechend ist er mir halt hinten reingebammt, quaftet. Wahrscheinlich alle keinen Bock mehr. Wegen Schaden halt. Ah, ja, muss ich mir den weitigen Schaden weggeholt haben.
Wer fährt denn für die R8-Fahrer von Nola Racing hier? Wer sind der R8-Fahrer von Nola Racing? Ich sehe den Namen nicht, deswegen. Ich sehe bloß. Richtig. Da wird mir Stay Buddy, Stay Blue angezeigt. Ich habe wahrscheinlich die. Richtig. Bin ja sogar am Überlegen zu sagen, dass ich lieber aktuell. Ich würde ja gerne die Opus ja weiterfahren. Ne? Ich habe mich schon jetzt noch überlegt, wie ich das mache am sinnvollsten, aber Sonntag, Montag, Dienstag rennen, das ist mir einfach zu too much, ne? Naja, jetzt habe ich mein ganzes Auto, ich hole jetzt auf den Vordermann wieder auf. Er hatte. Der Typ hatte 34 Sekunden Vorsprung. Der Paddy, Paddy, der vierte, wird schon mal 4 Sekunden oder so aufgeholt. Ja, ich habe gestern auch 20 Sekunden aufgeholt, warum nicht heute wieder? Ja, ich muss auch noch mindestens einmal in die Box. Was passiert? Nee, wie gesagt, ich muss ja mindestens auch noch mal einmal in die Box, von daher. Schaden? Gott sei Dank. Vor allem mit den R2, das ist halt permanent dieses L1 gedrückt, also DLS, das ist halt absolut maximal anstrengend. Wo ich sage, ich würde lieber Gruppe 4 fahren wieder, weißt du? Mann, mir passiert in der Runde gleiche Scheiße wieder! Bin vom. Ja, aber nur geschliffen, ey, ich verstehe es nicht. Ein Training hat doch funktioniert, ohne Probleme. Der erst runtergehen, vom Gas gehen und durchrollen. Macht er jetzt nicht.
Ja, du musst jetzt nochmal die Box fahren, ist halt auch scheiße. Ja, bloß weiterfahren und auf Medium wechseln bringt ja nicht, wenn alle eh alles soft fahren. Da verlierst du halt so viel Zeit. Ja, vor allem das Schlimme ist, ich verliere auf den Typen halt jetzt wieder Zeit. Und das nicht gerade wenig. Bestimmt 30 Sekunden. Na, wieder, ich war schon auf 25 Sekunden runter bei dem Pelle, die nur auf, bis zu der Stelle, wo ich wieder einen Unfall hatte. Also ich bin, ich guck einfach, dass ich nicht so viel Zeit verliere. Und dann versuche ich recht zeitnah in die Box zu gehen, dass ich so, dass ich durchfahren kann. Minuten geht das Event, ne? 90 Minuten das Rennen, ist Renndistanz, ne? Das muss ich mindestens noch eine halbe Stunde so klarkommen. Ja, aber sind dann maximal trotzdem noch 20 Minuten. Ich hab sowieso das mit den ganzen Audi 1 Settings hier, dass der Windschatten sowieso nicht zieht. Döttinger? Ich finde, bei so einer langen Strecke und so einer anspruchsvollen Strecke hätte man auch machen können, dass das Schadenanteil leer weggeht. Um halt den Spielspaß nicht kaputt zu machen. Schaden? Wahrscheinlich. Du ein Glück. Uff. Was fahren die für Zeiten?
Meine schnellste Runde war bis jetzt die Startrunde. Gut, ne? Hatte ich ja auch. Der Unterschied ist, war genau die gleiche Stelle. Der Abstand bleibt konstant bei 31 Sekunden, mal 30, mal 32. Es kommt wieder in meine Ecke, wo ich mich jetzt jedes Mal abgeschossen habe. Ich bin jetzt, hab jetzt leicht angebremst. Ich glaube, ich habe einfach zu spät ich habe zu spät DRS aktiviert und zu spät rollen lassen. Also ich würde nur sagen, meine ganzen Gran Turismo-Karriere, es könnten es 100 Runden sein. Von dir oder von ihm? Alter, der 728 ist er mittlerweile angekommen. Ich habe gerade irgendwo 10 Sekunden verloren auf dem vor mir. Ja, das ist die ganze Topspeed-Passage. Fehlen fast 15 km Topspeed.
Na, es hat sich eh erledigt. Das wird Fünfter bleiben. Ach, das ärgert mich. Was unnötig ist. Warum? Ja, aber nur wenn den Schaden bedingt oder nicht. Ja. Was? Ich wusste, was du meinst. Wie ist es eigentlich bei der GTSC-Fahrt? Sind die alle dann in der Party drin oder wie ist das da? Tatsächlich hätte ich nicht so Bock drauf. Na, ich würde mir, glaube ich, das erste Rennen oder sowas würde ich mir da geben, aber mir auch, also in der Richtung, mal zum Gucken. Solange es alles um eine Dreiviertelminute bleibt im Rückstand, könnte es vielleicht noch hinkriegen, den wieder aufzuholen.
Weil ich muss noch zwei Runden durchhalten. Dann bin ich Runde 7. Was passiert? Noch ein stärkerer Abflug gehabt oder was? Ja, überleg mal, der haut mir mit Schaden absolut nicht ab, ne? Der vor mir. Obwohl ich Schaden habe, kommt der nicht weg. Wo ich Auto neu hatte, bin ich ja übelst an ihn dran geflogen gekommen. Was trinken. Scheiß auf Nos, Nitro. Ende Runde 7 muss ich rein, ne? Zum Box. Mir geht es ja um den. Ja, ich habe bei meinem ersten Boxenstopp mitgetankt. Ich habe doch Schaden, weißt du doch. Kann ich von Runde 6 in Runde 7 oder von. Okay. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Gruppe 2 auch das Richtige für mich ist, weißt du? Also generell. Ey, Gruppe 2 fahre ich Automatik. Kriege ich nicht hin, sonst mit dem Jensen. Weil ich ja da eigentlich mein Schalten drauf liegt. Ja, ich will mir das nicht, ich will das ja mit DRS mir angewöhnen, weil irgendwann will ich ja mit Gruppe 2 ja auch mal vielleicht schalten, weißt du?
Ja, und dann gehe ich aber eben einfach kurz DRS weg, dann ist es halt so. Also du wurdest definitiv von die ganze Zeit auch. Und willst du dann definitiv Liga 2 gehen, ja? Du willst dann Liga 2 gehen, ja? Na, mindestens 2, 3 Totalausfälle. Ich glaube, wir haben bei mir keine 16 Runden. Ich bin aktuell alles unter 8 Minuten Pace. Über 8 Minuten Pace. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich in die Box. Da ist mich dann nach unter 7 Minuten Zeit fahren, muss ich halt die. Ich weiß nicht. Der Anblasdruck hat gefehlt, mein Junge. Der Anblasdruck.
So, ich gebe jetzt fast 2 Minuten Rückstand, 1 Minute Rückstand auf den vierten in die Box. Da muss ich jetzt hoffen. 3 Minuten. Dann ist er gleich hinter dir. Ich bin in der Box. So, 1 Minute 21 Rückstand habe ich jetzt auf den vor mir.
Tja, eigentlich habe ich ja gesagt, ist das Mittel zum Ziel ist eigentlich viel unfallfrei durchzukommen, ne? Haben wir exklusiv perfekt exekutiert diesen Plan. Ja, richtig. NLR Maestro, ja. Ich weiß auch nicht, was man davon hat. Teams öfters zu wechseln als Unterwäsche. Warum? Was passiert? Also ich bin ehrlich, so wie es läuft, hätte ich auch in Ruhe mein Döner essen können. Ey, ich habe jetzt Heckschaden, wie denn das? Ich habe nur die Wand geschliffen. Und hinten links Aufhängungsschaden. Ey, das ist doch Bullshit! Kann wieder in die Box. Ey, kann wieder in die Box. Das ist eh Bullshit. Also wie gesagt, dafür, also sie hätten wirklich für den Spielspaß hätten sie wirklich sagen können, der Schaden repariert sich langsam. Ach, ich will die Zeit zum Trinken nutzen. Ach, naja. Der witzigste Fun Fact: Bei einer Startrunde sind wir auch die schnellste.
Vor allem bei uns Bädern, ne? Ich bin tatsächlich sogar überlegen zu sagen, naja gut, vielleicht fahre ich doch nicht ATM weiter. Ich glaube einfach Gruppe 2 ist nicht meins. Naja, ich hatte ein bisschen reingeschliffen. So, mein Ziel ist jetzt tatsächlich wenigstens mal eine Runde halbwegs fehlerfrei zusammenzukommen für eine schnelle Runde. Alter, der Typ ist jetzt erst in die Box, ne? Die alle anderen waren schon 2 und 3. Oder er ist auf Spritsparen gegangen. Knapp eine Stunde haben wir noch.
Meine Karre ist mir in Runde 8 gerade richtig abgehoben. Also der Pelli muss ich jetzt gefangen haben, ich hole nicht auf den. Glückwunsch.
Naja. Wo bist du jetzt eigentlich auf der Strecke? Also der Dinger Höhe. Der Dinger Höhe. Ich bin jetzt 57 gefahren. Der Paddy muss noch mal in die Box rein. Verstehe ich.
Tja, ist halt manchmal so. Warum denn das denn? Warum will denn die KI zu Ende fahren?
Mal gucken, was das wird. Sieben dreiundvierzig bin ich jetzt gefahren. Aber ich hole auf den Vormini auf. Und da war wieder ein Fehler. Oh, ich sehe den ersten überrunden zum Überrunden. Bist du das? Ich wusste doch nicht, dass du letzter bist. Alter, was ist denn jetzt los? Karre bremst nicht mehr. Nö, ich bin bloß 4 Minuten 56 Rückstand. Ja, wir haben uns noch eine halbe Stunde. Ich hatte das Gefühl, dass die Karre nicht mehr bremst plötzlich. Ach, jetzt sehe ich mal wieder. Kann man es merken, kann man schönes, bestimmt ein schönes Foto machen. Ey, die Karre ist schon wieder nicht rumgekommen, die bremst einfach kaum noch. Ob ich die Bremsen überhitzt hätte. Nö, sind wir noch bei 2. Oder liegt vielleicht daran, dass es gerade so nach Regen aussieht und deswegen die Strecke kühler wird. Ja, Unfall. Ach komm, fick dich doch. Nö, weil ich einfach die Karre nicht mehr rumkriege. Als ob sich die Wetterbedingungen gerade geändert hätten. Ich will dich quitten, ich habe schon keinen Bock mehr.
Naja, die Linkskurve brauche ich hier fast gar nicht lenken, macht der Auto von alleine. Sag mal, bin ich blöd oder Leute, die finden, dass die Welt untergeht? Dann kriegt ihr mal den Himmel oben an. Doch, wenn die ganze rauszoomst, siehst du in der Wetterfront, die ankommt. Bei mir wechseln alle auf Weiche. Regenreifen. Aber ist ja nicht so früh jetzt schon die Box? Also ich schaffe es auf jeden Fall. Könnte vielleicht das sein, warum ich die Karre nicht plötzlich nicht mehr fahren kann. Ja, aber dass ich deswegen nicht mehr richtig bremsen konnte. Ich guck, was der B Oh ja. Ich schaffe es vielleicht gerade noch so. Bin der letzte, also ich bin wahrscheinlich einer der letzten, der es schafft noch. Ja, volltanken brauche ich nicht. Oh Gott, es geht sich bei mir genau aus. Aber tanken brauche ich nicht. Oder noch mal eine Runde nachtanken? Nö, eigentlich nicht, ne? Nö. Hauptsache, ich kann auch die ES nutzen. Oh Gott! Da wird es schon wieder grün. Jetzt ist kurz grün, dann wird wieder lila.
Oh Gott! Pass bloß auf, wenn du Schleife fährst. Also mir, ich bin, hab das Gefühl, ich schwimme da gerade. Weil ihr auf Temperatur gekriegt hättest oder warum? Ich habe von gerade draußen mal Regen, keine Ahnung, muss ich gestehen. Also er war angeblich noch weich. Ja, die Wetterbedingung bleibt da ganz schön bei Regen. Wahrscheinlich deswegen die Regenreibung, nicht Enter. Oh Gott! Bin jetzt genau in der roten Front. Alter, mit starken. Mit starken Böen, Alter. Ja, war halt unlucky, ne? Aber kommt jetzt gleich noch eine lila Front. Eine Pink. Ich glaube, der Playbody hat Schaden. Ich höre gerade fast pro Sektor eine Sekunde auf. Da kommt schon wieder die nächste heftige Unwetterfront. Nämlich auch nicht ganz, ist der Dinger Höhe, wo so lang geht. Nö, ich fahr auf 2 weiter. Jetzt.
Hört doch bald auf, wir könnten noch eine Runde fahren und ich überlege auf Trockenreifen zu gehen. Nee, das ist gleich vorbei. Auf weich meinst du? So, jetzt ist es wieder hell. Wollen wir noch wechseln oder nicht? Oder willst du versuchen durchfahren? Oder noch eine Runde und dann soft. Nee, ich bin schon durch. Ich hoffe, den vor mir richtig auf jetzt. So. Nee, war er nicht. Entweder hat er einen riesen Fehler gehabt oder die NPC fährt gerade. Ja, der Ring hat mir auch jetzt geholfen, dass ich 16 oder 16 Sekunden Rückstand habe. Von 16.
Ist auf Inters gegangen. Inter. Ich muss jetzt in die Box, hab einen Fehler. Ich bin rausgekommen, hab einen Unfall gehabt. Ich meine, das ist abhängig davon, was der PayBuddy, ob er jetzt Box fällt und was er sich holt. Ja. Eine Runde und ist trocken. Du bist davon, sag ich mal so. Der Rennen ist eh schon zum größten. Der Rennen ist eh zum größten Teil verkackt, also warum nicht noch was riskieren?
Ich bin aus der Box raus, habe mich aus der Box rausgedreht. Ah, ich weiß nicht, die Ideallinie, wenn du drauf bleibst, ist halt hart trocken. Ne? Du musst halt nur auf der Ideallinie bleiben. Also die Ideallinie ist komplett trocken. Also auf das Kompressstück auf jeden Fall, wo ich gerade bin. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich würde. Ja, ich auch. Wahrscheinlich wird das jeder gemacht haben. Also die 3 Sekunden Strafe wird jetzt jeder kriegen. Dann würde man mit Enders hetzen, wenn du von vornherein schon auf Regen auf Enter gewechselt wärst, hättest du mal durchfahren können. Ab. Bis auf 8 Sekunden jetzt ran an den Typen. Mal gucken, schau, dass er einen Fehler macht. Dann muss ich 7 Sekunden aufholen. Also jetzt sind noch 5 Sekunden. Mach ich nicht. Kein Kommentar. Macht er. Die Aussage, ich habe verkackt, kein Kommentar, sagt ja wohl alles. Der nächste Opus rein wird in der Richtung Hardcore.
Sah zumindest so aus. Aber er muss oben Fehler gemacht haben. Trotz Fehler hole ich gerade richtig auf. Oder schon? Ich weiß, warum ich so aufholen konnte. Er ist so oft neben der Ideallinie. Und ich bin fast permanent auf der Ideallinie. Und jetzt war ich neben der Ideallinie. Nein! Wieso fange ich wieder an zu reden? Hat so viel Schaden, Topspeed ist 270. Bei 4 Minuten noch nicht mehr. Acht Sekunden. 11. Nö. Ich bin schon durch. Es sind noch 3 Minuten. Aber er hat auch Schaden. Ich hole wieder auf. Der hat so viel Schaden, der fährt immer wieder ins Wasser, oder die KI fährt. Hä, das ist dann Mastro, der hier, den ich gerade überhole. Dann Mastero, habe ich jetzt gerade überholt. Aber ich habe mich gerade beim Überholen habe ich mich weggespinellert und als ich wieder Grip unter den Reifen hatte, ich auch weggespinellert. Sah tatsächlich echt gut aus.
Wusste mal, wenn du kannst, die letzten im Stream, dann die letzten 5 Minuten oder die letzten 10 Minuten dann angucken, wenn du hochgeladen hast. Na, wenn ich auf Inter geblieben, wenn ich auf Inter gegangen wäre, wäre ich jetzt Dritter. Bei mir ist linke Aufhängung, linke vordere, linkere hintere, vordere Stoßstange, hintere Stoßstange Marsch. Ich habe ja auch generell einen Schaden, bin ja auch ein Kevin. Ah, runter vom Rasen, runter vom Rasen, danke. Außer dich habe ich aber auch tatsächlich keine weitere überrundet, ne? Ich glaube, mit ein paar weniger Fehler wäre das auch besser gelaufen. Gut aus, aber mit ein paar weniger Fehler wird besser gelaufen, ja, Kevin. Das ist meistens so, mit weniger Fehler läuft es immer besser. Ich habe 32 Sekunden Vorsprung, ich kann echt die KI zu Ende fahren lassen. Auf dem fünften. Ich traue mich nicht mal mit, ich traue die Wacken in DRS nicht. Vielleicht auch eine Mischung aus beiden. Okay, jetzt habe ich viermal Aufhängungsschaden und viermal alles kaputt. Kann ich dir sagen, wie ich es geschafft habe? Angebremst, auf den Körper gekommen und das 360 gemacht. Und damit der Gan und damit der Seite, die noch ganz war, war halt ein Vorteil, die Karre ist wieder gerade. Die Karre ist gerade. Kann normale Kurven fahren.
Wo bist du eigentlich gerade? Ja. Weg nach Staatenziel? Nee. Na, meiner seit 7. Ich komme eh nicht ins Ziel. Der ist eine Minute hinter mir. Na doch, der ist kurz vor diesem Bede kurz vor Ziel. Ah ne, der ist hinter mir, ist der ja. Der hat 6 Minuten Vorsprung. Oh Gott. Und wieder auf dem Rasen. Auf dem Rasen DRS aktivieren. Ist der Weg zum. Ist das Ziel. Ist der Weg zum Ziel. Absolute Idiotenrennen. Naja, ich mach mal Stream aus.